Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Age of Mythology. Jo, wir begeben uns langsam zum Ende der Hauptkampagne, also Sturz des Dreizacks, und machen jetzt weiter mit Willkommen zu Hause. Wie man sehen kann, sind wir wieder kurz vor Atlantis mit unserem Schiffchen. Also starten wir direkt mal rein. Wie nah sind wir? Sehr nah. Wir erreichen den Hafen vor Sonnenuntergang. Holt den Kopf von Gargarensis. Macht ihn am Bug fest. Ja, Herr. Welch Trupp ist dies? Das ist Kemsits Kopf. Arkantos! Atlantis. Sieht ein bisschen brennend aus. Schnell, errichtet einen Stützpunkt an der Küste von Atlantis. Landen Sie Ihre Truppen an der Küste von Atlantis, besitzen Sie eine Siedlung, um mit dem Bau eines Stützpunktes zu beginnen. Jo. Leje, etimus. Und wir kriegen sogar die Argo. Leje, prostagma, leje, leje, etimus. Ah. Ich wollte gerade gucken, in welchem meine Helden drin sind. Etimus, malich wohl. Weil hier ist gleich schon eine Reliquie. Etim, malich. Jo. Lege. Lege. Also ja, wir sind in Atlantis angekommen, aber so wie es aussieht, Prostagma, ist Atlantis nicht ganz heil. So, dann suchen. Kehrt um, Atlanta. Hetimos. Oh. Okay, hier an Land zu gehen, ist schon mal keine gute Idee. Lege, Hetimos. Zumal Gargarensis hier Festungen hat. Prostagma, Prostagma. Oh. Prostagma. Und hier einen ganzen Hafen. Lege. Na gut, wir nehmen es lieber mit den beiden Festungen auf. Wir haben ja ein paar Bergries. Und Katapulte. Und wir haben sogar die Argo als Held. Also ja, sonst Argo. So. Und ja, wir könnten auch theoretisch das Dorfzentrum da einnehmen. Was wahrscheinlich fast schon sicherer wäre als das hier oben. Yo, something. Ja, wir haben jede Menge mythische Einheiten, die eigentlich perfekt sind, um Gebäude einzureißen. So. Prosecke. Mit denen da können sich die Anubiter und die Horusrächer vergnügen. Prosecke. Und ihr baut da ein Dorfzentrum auf. Während alles, was Gebäudeeinreißeinheiten ist, mal weiter vorrückt. Helden inklusive. Und die Festung ist auch eingerissen. Gut, das heißt, wir können den Kataskopus nehmen und uns mal hier oben weiter nördlich umsehen. Ah ja, demoliert ruhig mal die Schießanlage hier. Rettet so viele Atlanta wie möglich und bringt sie von der Insel. Okay, da wäre noch eine Siedlung.
Oh, und ihr hackt gleich Holz. Auch gut. Da wäre noch eine Festung. Und ja, den Turm da, den kann ich einfach mal einreißen mit meiner Herrscher, die ich habe. Da ist der schon mal nicht im Weg. So, ihr errichtet mir erstmal hier drüben, wo genug freie Fläche ist, ein Tempel. Ihr fliegt mal hier lang. Und wir müssen als nächstes... Rechnen Sie 15 Atlanta. Rechnen Sie mit heftigen Gegenangriffen von Gangarenses Truppen. Schneiden Sie schnell zum heroischen Zeitalter voran und bauen Sie Türme und Festungen, die Ihre Stellungen an der Küste sichern. Jo. So, du baust hier mal ein Silo. Achso, da ist ein... Ja, da war eine Miliz. Und ja, die Insel hier sieht ein bisschen abgelegener aus. Hier hätte ich wahrscheinlich mehr Ruhe gehabt. Ich werde wahrscheinlich meine Gebäudezerstörer mal übersetzen lassen und hier alles plattwalzen. Also die beiden Türme und die... Die beiden Türme und den Hafen. So, ein Tempel. Und ich denke, beziehungsweise hoffe einfach mal, dass der Haupteingang hier der einzige Eingang sein wird. Wenn nicht, habe ich ein bisschen ein Problem. Und ja, die da kann ich über den Seeweg eigentlich retten. Zerstören Sie die Zitadellen, um die Gefangenen Atlanta zu befreien. Zerstören Sie hier wahrscheinlich die Feste. Zerstören Sie den Tempel, ja. Zerstören Sie die Türme. Hier müsste ich wahrscheinlich die Hydren besiegen. Und hier zerstören Sie den Turm. Okay. Also ja, Sie haben hier außerhalb noch Gebäude. Aber der Hauptzugangsweg scheint hier oben zu sein, wo Sie sich gerade sammeln. Okay, ihr. 5. Holz. Herdentiere. Und die mal zum Dorfzentrum. So. Und ihr geht mal Gold sammeln. Und du gehst mal da oben lang, dass wir gucken, was da noch ist. Okay, ihr geht, fahrt hier durch. Ihr geht hier an Bord. Und geht hier an Land, dass ihr da das, die Türme einreißen könnt. So, ich habe 4 da. Ich habe nochmal 5 Sammler am besten gleich mal. Und ja, kann ich den Hafen irgendwie einnehmen? Nee, du bist mir zu langsam. Wo ist mein... Da ist mein Speer. Erstmal hier und dann hier hin. Ja, die reißen hier alles schön ein. Und ja, wie ich sagte, hier könnten wir einfach hinkommen, indem wir
zusehen, wie hier alles erstmal von Gargarensis persönlich geerdbebend wird. Auch gut. So, die gehen auch noch dahin. Und, wow, schweres Hippikon, das ist weniger schön. Oh, und Polyphemus, ein Held vom Gegner. Au, das tut jetzt ein bisschen weh gerade. Ja, wir haben es aber gerade so geschafft. Gut. Okay. Gold sammeln. Kaserne und Schießstand bauen. Und warum auch immer ich da Hopliten auf meinem Schiff hatte. Alle mal hier sammeln. Und hätte ich gerne nochmal 5 Hopliten und... Ja, eine Waffenkammer wäre erstmal nicht schlecht. So, bessere Spitzhacke zum Gold sammeln. Noch mehr Ziegen. Und du kannst auch ruhig hier oben hin. So, Schmiede kommt hier hin. So, als nächstes gehen wir dann gleich ins nächste Zeitalter. Also ich spare mir meine Nahrung fürs nächste Zeitalter und baue am besten hier einen Hafen hin. Hier habe ich auf genug Fisch Zugriff. So. Hier die beiden erforschen, weil Holz brauche ich nicht so sehr. Ich habe nur 4 Holzfäller. Wie kommt denn das? Egal. Gold brauche ich nur 500, also kann ich auch mal 5 Toxoten ausbilden. Lebenspunkte von Helden wären auch nicht schlecht, aber ich spare im Augenblick gerade wirklich auf den Fortschritt des nächsten Zeitalters. Das geht allerdings und dann machen wir mal 4 Fischerkutter. Dann brauche ich nämlich mindestens einen vor den Nahrungssammlern, nicht mehr. Wow. Geh nicht so nah an das Zeug hier ran. Eigentlich ja, der Turm da oben ist nervig. Definitiv. Du gehst beten. In Wedge. Und nächstes Zeitalter, natürlich als Dionysos. Oder Geonosis oder wie er auch immer wirklich heißt. Ja, die Aussprache eben. So, ihr reißt hier oben mal alles ein. Nicht, dass die uns von da aus auch noch in die Quere kommen. Und ein paar Türme zur Unterstützung hier wären auch nicht schlecht. Ja, die hier hinten, die können wir auf jeden Fall retten, indem wir einfach hier an Land gehen, die Festung einreißen und gut ist.